Hey Leute, und willkommen zum schon 24. First to 10 und willkommen zum schon 6. First to 10 gegen PK Sidebiness. Ja, ich glaube, diese Person hier braucht einfach keine Introduction mehr. Ich denke mal, mittlerweile weiß einfach jeder hier, wer PK ist. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auch einfach direkt hier rein ins First to 10. Ich bin einfach gespannt, ob es nach wie vor eben eindeutig läuft für mich, weil so war es ja bisher immer. Oder ob PK mal hier einen First to 10 für sich entscheidet. Ne? Nach 6 First to 10s kann das ja schon mal gut sein. Finde ich zumindest so. Das war auch schön. Aber ich könnte hier kein Downsmash oder so. Nee, jetzt bist du aber tot. Ja, das überlebt ihr nicht mehr. Nee. Da ist Nest zu leicht für. So, ein bisschen Damage machen. Das wäre nicht schlecht. Alter, gespot-dodged. Okay. Kann man auf jeden Fall machen. Ehrenbombe saved mich mal wieder. Jammern. Ist schon mal ein guter Anfang hier, ja. Für eine gute Combo. Aber mal wieder schön recovered. Die Roll kriege ich nicht mehr. Ah, schade. Da hätte ich ihn noch snipen müssen. Kriege ich ihn noch, ja, Mann. Triple sehr. Oh mein Gott, Alter. Das war clean. Und die Roll habe ich, ja. Eben, für sowas ist Upsmash dann super gut. Mir war einfach irgendwie klar, dass er rollen wird, weil er das jetzt schon ein paar Mal gemacht hat. Diesmal wollte ich es eben nicht zulassen. Und ja. Hab einen frühen Kill bekommen. Hier vielleicht Rolling Thunder. Oh oh. Naja, konnte noch Air dodgen, ja. Aber fast. Fast hätte mein kleines Gimmick funktioniert hier. Oh, clean. Clean Combo und Grab. Und er ist offstage. Jetzt ist die Frage, wann kommt der Air dodge? Da kommt er und der Snipe. Da kannst du als Nest nichts machen. Legit, da kann man nichts machen. So, da bist du einfach tot. Wenn ich sehe, der Jump ist weg, kommt Nest da nicht mehr zurück. Mod drauf hat da. Oh mein Gott, lass mich nicht wegjanken. Ah, der Jank beginnt. Wobei. Ich meine, Hauptsache ich recover high. Genau, damit ich irgendwann mal vor ihm lande. 51 Damage habe ich jetzt genommen. Nicht ganz so gut. Aber besser als schon sterben. Auf jeden Fall. Und eben, wie wir Samus kennen, die kommt auch gerne mal einfach mit einer kleinen Combo zurück. Wo zum Beispiel. Genau, eben. Und jetzt ist schon fast wieder komplett ausgeglichen hier. Okay. Hätte ja klappen können. Oh, Neutral Get Up wiederum. Okay, das war jetzt zum Beispiel gar keine schlaue Entscheidung. Oh, clean. Auch guter Versuch damit. Und ja, jetzt hat er mich gescared. Clean den Backer reinbekommen und jetzt ist er wieder offstage. Perfekt, ja, nice. Ein Gameplan hast, der eigentlich die ganze Zeit funktioniert. Boah, so viel Damage aus einem Read mal wieder. Ich wusste einfach, dass er eben da rollen wird. Und so schnell habe ich dann schon wieder aufgeholt. Clean. Aber, ja man, SDI hilft. Und das war nicht gut. Zu viel Leck hat das. Aber ich kriege ihn nicht offstage gecatcht, ja. Schwierig. Oh, clean. Perfekt getimed. Okay, Mann. Ja, Plattform Support. Clean. Offstage. Und jetzt mal gucken, ob ich das hinkriege. No. Richtig schön deep recovered. Aber das war gefährlicher. Nochmal ein Snipe. Und jetzt ist er, glaube ich, tot, ne? Ja. Er probiert es gar nicht mehr. Ah, ja, Mann. Ja, das ist halt dann wiederum Ness offstage, ne? Das ist einfach der Charakter. Der hat da nun mal eine Schwäche und die kann ich gut ausnutzen. Direkt in alles einfach reingerannt. Ja, Mann, es gibt guten Damage. Okay, das war definitiv ein SD. Hat er vielleicht irgendwie keinen Jump mehr gehabt oder so? Ich weiß gar nicht, was da gerade passiert ist. Und direkt schon wieder heftiger Damage hier. Oh mein Gott, ey. Noch ein Snipe? Na okay, das war zu viel verlangt. Aber ja, ja, er hatte wieder nichts mehr. Kein Jump, kein Air Dodge mehr. Vor allem, wenn sowas passiert. Oh, oder vor allem, wenn sowas passiert. Okay, ich dachte, ich muss tacken. Aber das habe ich komplett falsch gerade gesehen. Nee, nee, das war schon dumm. Boah, so viel Damage. Charge Up Back ja auch insane und er ist offstage. Er kommt nicht mehr zurück. Treff mich noch? Ja. Damit habe ich ihn gekillt und ich habe sogar getaggt. Oh mein Gott, Alter. Das Match war einfach wirklich komplett gestylt an der Stelle. Das war eine cleane Combo aus einer einzigen Abwehr. So viel Damage, dass es einfach wieder even ist hier. Jetzt noch ein Grab, ja, Mann.
Clean, ja. Ich kann einfach nochmal grabben. Und du bist tot. Oh mein Gott, Alter. Backthrow, als ob der so viel Knockback hat. Und yo. Clean Parries aber auf jeden Fall. Ich glaube, er hat bisher noch nicht so gut wie jetzt gerade gegen mich geparried. Tweets. Ja, kann man sich mal überlegen, ne? Oh, Alter, fast gekillt. Ah, aber das war nice, ja. Jetzt bin ich offstage und da kommt wahrscheinlich der Down Smash, den wir alle lieben. Ja, Mann. Und tot. Okay. Krass. Und da habe ich dich. Ja, Mann, jetzt habe ich es mal probiert. Das war clean. Downby und dann fair. Perfekt zum Stallen, perfekt zum Edgeguarden. Ah, nein, er war schnell genug. Oh, jetzt hat er nur 5%. Obwohl ich ein paar nice Sachen hinkrieg, spielt er gerade so absolut clean, dass ich nicht mehr richtig so meine Kombos oder überhaupt generell gute Plays hinbekomme. Ja, er hat mich getrappt. Damn. Damn, PK, das war ein Statement, Alter. Oh ja, er hat in die falsche Richtung gegrabt. Die Rollen, Alter. Ah, ich bin auch tot. Ich glaube, er hat mich irgendwie ganz kurz erwischt damit. Nope, no, no, gönn ich dir nicht. Ich wusste, dass er dafür gehen will. Nein, warum landet er immer hinter mir? Why? Er hat einfach den kompletten Stock weggeschmissen. Okay. Down Smash hätte, glaube ich, es auch eigentlich gemacht. Die kleine Hitbox bei der Downbeam, Mann. Oh je. Das ist gefährlich, so über mich zu jumpen. Ja, da geht dein Backthrow. Ja, Mann, ich hab's hinbekommen. Ich habe ihn getrappt. Jab, Downbeat, Grab. Junge, clean. Clean. Aber ja, da muss ich... Habe ich verdient. Aber ja, ich komme easy back. Krieg hier auch die Abi und vielleicht den Jank. Nee. Oh, da kommt Leck durch. Oh, I don't like that. Nice getimed, Mann. Yo, er parried halt echt mittlerweile voll oft. Ziemlich nice. Da wollte er wahrscheinlich auch parryen. Ah, das wird ein Recap, oder? Ja. Er hat gar nicht probiert zu recovern. Weil er schon wusste, ja, ich kriege jetzt gleich einen Down Smash rein. Und tot. Rolling Thunder, meine Freunde. Meine eigene kleine Trap-Slash-Combo. Die eigentlich nicht funktionieren sollte, es aber irgendwie trotzdem tut. Let's go. Ich habe ihn sowas von damit weggejankt, ey. Der war einen ganzen Stock voraus. Und so schnell kann es passieren. Vor allem auf der Stage halt. Nice wäre natürlich, wenn ich es nochmal hinbekomme. Ich glaube halt eher nicht. Aber man kann ja hoffen. Wobei ich hier tot bin. Aber trotzdem, ich habe durch die eine Combo halt wieder alles zurückgeholt. Alter, dass er das so lange noch stallen konnte, das hätte ich nicht gedacht. Das war jetzt gut gemacht. Vor allem, weil ich das auch nicht hervorsehen konnte, was er jetzt genau mit der Abi davor hat. Clean. Trotzdem, Damage war nicht so on point. Ne? Das hat nicht so viel Damage gemacht, glaube ich. Wenn ich richtig gehoot habe. Nice, Alter. Die Reaction, Dog. Die Reaction. Perfekter Up-Tilt. Damn. Einfach Bäcker, ja, Mann. Junge, das ging so schnell, Alter. Das ging so schnell. Der kam einfach nicht drauf klar. So schnell, wie der Charge-Up da am Start war. Let's go. Und eben, wie man sehen kann, ich kann durch die Plattform richtig gut meine Kombos extenden. Ja, die Stage ist auf jeden Fall gut für Samus. Nice. Richtig gut gemacht diesmal. Als ob... Oh mein Gott, als ob sich PK einfach so abknallen lässt gerade.
Ah, so knapp. Das killt sogar. Okay, Upsmash ist schon echt stark, ja. Oh mein Gott, die komplette Gönnung, ja. Damn, ich glaube, das waren 70%. 70, genau. 30. Alter, er hat mich mit Baseballbat und mein Charger hat auch noch getroffen. Shit, Alter, wie konnte das jetzt so schnell... No! Da wollte ich nicht hin. Ah, oh, jetzt habe ich verkackt, ja. Ja, jetzt habe ich komplett verkackt. Ich wollte eigentlich überhaupt nicht an die Ledge. Das war richtig dumm. Na gut, passiert. Trotzdem wieder die Doublesee am Start. Und ja, er kommt nicht ganz durch. Er hatte noch einen Jump, okay. Ich habe gerade echt drauf gehofft, dass er mich nicht mehr trifft. Oh, und er ist nochmal offstage. Ich kann nicht mehr sprechen. Ah ja, er ist offstage und Snipe. Ja, Mann. Ey, die Snipes sitzen auf jeden Fall. Ich glaube, so oft habe ich... Okay. Freut mich immer wieder. Damn, das Movement, though. Sehr quick. Oh, damn. Okay. Das war mal uncharakteristisch für ihn. So deep zu gehen. Das war nice. Alter, die Dash-Check hat viel Range, dass sie mich da noch getroffen hat. Und diesmal kriegt er auch den Upsmash, aber eben der killt nicht, das ist gut. Oh, das killt, oder? Damn, ich habe einfach richtig lange den Kill gar nicht bekommen. Und da kriege ich einfach so eine Back-Air, weil er mal wieder nichts tut. Okay, PK. Ja, das gibt viel Damage. Alter, das killt sogar fast. Oh mein Gott, ey. Ich habe keinen Jump mehr. Kann. Ist er tot? Ja. Nee, er kommt noch zurück. Nice. Alter, guter Catch. Okay, Mann. PK dreht echt auf, ne? Der möchte jetzt hier wirklich das Comeback machen und lässt sich schon wieder einfach so von der Becke treffen. Alter, da musst du echt mehr aufpassen. Oh, das war mega clean, ja Mann. Back Air Outraging halt auch ganz gut. Ja, wie schon ein paar Mal gesagt, auf der Plattform ist halt nicht so gut gegen Samus, ne? Da wird er halt. Egal, ich kann halt richtig viele Moves spammen und irgendeiner trifft wahrscheinlich. Das macht er auch noch nicht so gut. Dass er probiert, auf Plattform Schutz zu suchen. Schon eher einfach generell so auf der Stage. Ah, schade. Ja, okay, das war nice. Trotzdem 108%. Okay, das war wirklich auch nochmal ein bisschen Style, ne? Ich glaube, ihr habt es gesehen. Ich habe ihn gecharge-shottet und die Missile, die ich vorher geschossen habe, hat ihn noch getroffen. Einfach in die Rakete chargert. Ja, Mann. Alles geplant natürlich, ne? Jo, okay. Ja, das war jetzt offensichtlich, dass er sich da selber treffen will. Zu langsam habe ich da reagiert. Aber ich krieg schon wieder eine Back-Air. Wie gut es einfach gekillt hat so. Oh mein Gott, was machst du da? Warum? Oh no. Warum hast du das getan, PK? Er ist einfach nach oben gejumpt und hat sich damit selbst gekillt. Weil natürlich kann ich dich da catchen damit der Abwehr, wenn du einfach wegjumpst nach oben. Und das ist auch gefährlich, was du da gerade machst, ne? Ein Grab und ich könnte hier dich gleich wieder wegkillen. Zum Beispiel so. Da muss man sagen, hat der PK es auch einfach provoziert, dass das passiert. Boah, so schnell einfach 63%, Mann. Samus, du bist einfach insane.
Ja, er ist hier einfach tot. Ich habe ihn gesuto-deft. Damn, Alter. Die Grabs. Oh oh. Alter, was für Schlag ist Stocks einfach gerade so. Die Plattform hat mich auch perfekt supportet. Jetzt setze ich hier wieder mein Statement. Zum Schluss auch Jank hier auf der oberen Plattform. Bro. Du bist tot, ja. Ich dachte mir jetzt auch, entweder kriege ich den Spike oder ich lasse mich halt von der Api treffen, der stirbt. Ja, I don't know, was gerade da los ist. PK trifft gerade nicht die schlauesten Entscheidungen. Oh mein Gott, ja. Das war eine kleine Trap. Jetzt hat er das mal hinbekommen. Vielleicht wollte er das die ganze Zeit probieren. Das ist eine kleine Trap an sich. Weil ich weiß ja nicht genau eben, ob er jetzt mich treffen will, ob ich das airdodgen soll. Oder ob er wartet. Damn, okay. Nächstes Mal weiß ich Bescheid, aber schon clean. Und ja. Diesmal war es mir auch irgendwie klar, dass es funktionieren wird. Ja, zu langsam für eine Daumi. Das war sick. Ja. Da wollte er auch eine Dash-Check rausbekommen. Nein, ich hätte Downtrip machen müssen. Okay. Ey, die Downer war wieder weg. Die er einfach so macht. Man kennt's. Ja. Jetzt habe ich Zeit für Charge Shot. Und... getrappt den Boy. Nice. Aber es geht nicht. Oh shit, okay. Ah, er hat keinen Jump mehr, Alter. Was ein Ende. Er war also trotzdem schon tot. Auch ohne die Animation ist er tot gewesen. Let's go. Aber ja, PK jetzt auch mit Funcha am Start. Kann ich verstehen, aber von mir aus hätte er jetzt auch, Nest picken können. Damit das irgendwie vielleicht wieder comebacken kann. Aber ich meine, wenn er das nicht will, ne? Ist auch okay. Dann gibt es halt zum Schluss nochmal Funcha Action. Nice, das war clean. Ja, ich bin schneller. Und jetzt ist er auch tot, ja. So dass er nicht rumraged, aber wie gesagt, ja, ist ja blöd. Wenn ich nicht mein. Also wenn ich nicht halt alles gebe und so, ist ja irgendwie blöd, finde ich. Oh mein Gott, Alter. Okay, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Das war mal eine schnelle Südodev. Nice gemacht auf jeden Fall. Und es geht direkt weiter. Jetzt brauche ich halt einen Falcon Punch Read gleich. Das wäre dann mega sick. Hier zum Beispiel. Das war super knapp, Mann. No way. No. Oh, leider muss ich das so zählen. Leider muss ich das so zählen. Ich habe meinen Falcon Punch nicht hinbekommen. Und PK hat sich SD'd. Schade. Schade, aber wie gesagt, für mich wäre es auch okay gewesen, wenn du einfach Ness gepickt hättest. Gegen Ness hätte ich schon gerne einen Falcon Punch hinbekommen. Aber gut. Manchmal läuft es halt einfach nicht. I don't know, man. Manchmal läuft es einfach nicht. Das war schade. Aber nun gut. Damit endet das nun schon 6. First Attempt gegen PK. Leider konnten wir jetzt nur ein Match Funchas zocken und leider habe ich auch meinen Falcon Punch nicht bekommen. Den hole ich mir nächstes Mal, habe ich gehört. Und ja, ich meine, du hast auf jeden Fall ein Game mehr gewonnen. Das ist ein Improvement. Generell hast du auch besser gespielt, aber sehr viele Fehler gehabt, die dann halt auch richtig hart gepunished wurden, ne? Abgesehen von den SDs hattest du auch ein paar Entscheidungen, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Wie zum Beispiel eben das Campen auf einer Plattform gegen Samus, die dann einen Grab Downthrow hat und dich direkt bei 0% killen kann. Ja, ne? Nicht ganz so schlau. Also ich würde sagen mittelmäßig, würde ich jetzt einstufen. Du hattest richtig gute Plays, aber auch richtig schlechte Plays. Nächstes Mal vielleicht einfach nicht zu sehr übertreiben, eher safe spielen oder so. Aber gut, ist auch in Ordnung. Man muss ja nicht komplett perfekt spielen. Ist halt nur im Vergleich zu den anderen First Attempts schon ein bisschen komisch gelaufen. Damit habe ich heute nicht gerechnet.